Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollen wir euch den PDF Exchange Viewer von Tracker Software zeigen. Einem PDF-Anzeigeprogramm, das A sehr schlank ist und B auch sehr schnell arbeitet. Ein ideales Tool, wenn PDF-Dateien nur schnell angezeigt und wenig bis gar nicht bearbeitet werden sollen oder hauptsächlich PDF-Formulare ausgefüllt werden sollen. Eine gute Alternative zu kommerziellen Programmen. Im Hintergrund seht ihr die Website, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn wir nun oben auf Downloads klicken, müssen wir unter Discontinued Downloads suchen. Warum? Nun, der PDF Exchange Viewer wurde vom Entwickler durch ein neues Programm ersetzt, nämlich durch den PDF Exchange Editor. Warum nehmen wir dann nicht gleich das neue Programm? Erstens steht das Tool immer noch ganz oben in den Download-Charts und wird von vielen als bestes PDF-Anzeigeprogramm bezeichnet. Und zweitens ist der Unterschied von 17 MB zu 103 MB doch ein großer Unterschied und hat mit schlank erstmal weniger zu tun. Aber wir werden uns den PDF Exchange Editor noch einmal genauer ansehen und ihn mal ausprobieren. Vielleicht lohnt sich ja ein Umstieg. Aber zurück zu altbewährtem. Hier ladet ihr euch den Installer herunter. Wir nehmen hier jetzt die Exe und haben nach einem Cut die Installationsdatei auf unserem Desktop. Also starten wir die Installation. Deutsch ist okay. Hier einmal auf Weiter und die Vereinbarung akzeptieren, die ihr euch natürlich durchlösen müsst. Die Einstellung lassen wir auch auf Standard. Hier werden die Desktop- und Startmenü-Einträge erstellt und auch die Möglichkeit, PDF-Dokumente, die ihr aus dem Internet herunterladet, gleich im Browser anzeigen zu lassen. Als nächstes wählen wir die kostenlose Version aus und klicken auf Installieren. Installation beendet und mit einem Klicken starten wir das Programm. Sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus, aber wir öffnen jetzt gleich mal ein PDF-Dokument, damit ihr auch was sehen könnt. Wir schauen uns die Menüs einmal genauer an. Einige Einträge gibt es nur in der kostenpflichtigen Pro-Version. Wenn ihr mit dem Programm zufrieden seid und die Funktion gerne haben möchtet, unterstützt die Entwickler und kauft euch die Upgrades. Allerdings kann ich euch jetzt nicht sagen, ob es für den PDF Exchange Viewer noch Upgrades gibt. Wenn es euch zu schnell geht, stoppt das Video und geht nochmal zurück. So, das PDF ist da und ein, zwei Funktionen zeige ich euch jetzt nochmal. So, Werkzeuge, Größe, Vergrößern, Verkleinern ist klar. Anmerkungen, da sind dann Kommentare, File, Linien, Text markieren und so weiter. Ihr könnt auch noch einzelne grafische Elemente hinzufügen. Mit dem Linienwerkzeug macht man klar Linien, ist ja logisch. Was nehmen wir noch? Text durchstreichen. Klappt sehr gut, wie ihr seht. PDF-Dateien anzeigen, markieren, kommentieren, Notizen einfügen und stempeln sind mit dem Tool reibungslos möglich. Wie es mit dem PDF Exchange Viewer weitergeht, werden wir beobachten. Solange es ihn aber noch gibt, habt ihr ein tolles PDF-Anzeigeprogramm zur Hand, mit dem auch kleinere Bearbeitungen möglich sind. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Ist gratis heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.